Hallo und herzlich willkommen. Es gibt einen neuen Tower, den Glover Tower. Den kann man aktuell nur bekommen, wenn man einen Dice Tower hat und rerollt. Und ja, der harmoniert auch ganz gut mit dem Horse Tower. Und ja, den wollen wir uns jetzt mal holen. Nehmen wir die zwei zusätzlichen Tower. Wir nehmen die Chest. Die brauchen wir fürs Gold. Und da haben wir auch einen Dice Tower. So. Was wir jetzt wollen, ist noch ein Horse Tower neben die Chest, damit er auch nochmal ein bisschen mehr Geld abwirft. Also das Horse wirft dann ein bisschen Geld ab. Und... Ach du Kacke. Ja, deswegen rerollen wir nur bis 5. No. Was halt jetzt ein bisschen... Oh. Ja. Ah, eine zweite Chest ist auch... Ah, ich hoffe, das brauche ich nicht. Ich hoffe, dass wir bald noch eine neue Chest bekommen. Weil jetzt gibt die ja 2 Gold neben dem Royal Tower. Auf Stufe 2 gibt die allerdings jetzt keine 4, sondern 5 Gold. Das lohnt sich auch nochmal gut. Ach, das ist schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich den draufgesetzt. Aber den Dice Tower zu leveln ist auch nicht unwichtig. Weil das erhöht dann auch wiederum die Chance. Da ist der Horse Tower. So. Gut, gut. Ja, jetzt halt noch ein Dice, noch eine Chest. Horse Tower könnten wir auch nochmal leveln. Und dann geht's los. Oh. Wir brauchen auf jeden Fall das Gold. Princess. Ein Princess für Dice. Oh yeah. Ah, das ist... Oh ja, jetzt habe ich die blöd gebaut. Die Princess müsste eigentlich zwischen den beiden. Damit die schön gelevelt werden. Aber ich glaube, ich darf gleich eh nochmal neu anfangen. So wie sich das hier entwickelt, ist das echt nicht geil. Zack. Ich brauche jetzt halt einen Clover Tower. Ich habe jetzt vielleicht auch zu viel gebaut und zu wenig gerollt. Deswegen die Dice Tower halt nicht so stark sind, aber das war okay. Und jetzt muss... Ach du Kacke. Nee. Das ist so der Bait. Da lassen wir uns aber nicht baiten. Oh, jawohl. Jawohl. So. Genau, und der Clover Tower erhöht jetzt alle Wahrscheinlichkeiten um 1,25. Also die haben ja nochmal 1% Wahrscheinlichkeit. Jetzt haben sie 1,25. Der hat normalerweise 2. Der hat jetzt 2,5. Ja, genau. Also insgesamt haben wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 3,75. Hier, wenn wir rerollen, den Clover Tower zu bekommen. Dann gibt er noch am Ende der Runde einem zufälligen Horse Tower plus 4 plus 4. Deswegen brauchen wir den Horse Tower. Ansonsten würde er nur irgendwas zwischen 1 bis 3 Damage und 1 bis 3 HP einen anderen Random Tower verleihen. Dauerhaft ist das natürlich. So, und mit der Princess jetzt. Die Princess levelt den und den. Vielleicht ist das doch nicht so schlecht, wenn wir hier... Ah, doch, ich denke, so wäre es besser gewesen. Aber, na gut. Wir rollen jetzt auf jeden Fall ein bisschen lustig und... Nee.
Die Chest nehme ich mit. Jetzt nicht mehr. Aber ja. Horst für 10 Gold. Nur dass es dann 2 Gold gibt. Lohnt es glaube ich nicht mehr. Aber die Chest wegen der 5 Gold, 3 Gold mehr. Das ist schon gut. Oh, jetzt habe ich das Gold nicht. Jetzt hätte ich es fast gemacht. Jawohl, Chest. So. Hier sieht man es nochmal. 5 Gold. Ansonsten 3, wenn es nicht neben dem Royal Tower stehen würde. So. Aber schaffen wir das? Wir hatten jetzt den... an der Chest. So, hier können wir Common Tower günstiger machen. Extra Tower Slot. Und... 5 weniger sind... ich glaube, ich nehme den Tower Slot. Weil wir wollen jetzt eigentlich schön Clava Tower ballern. Achso, ja, hier können wir trotzdem rollen. Boah, ich... ich glaube, das... nee, für 10 Gold, das sind ja insgesamt 20. Nur, dass die doppelt so viel rausballert. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Und ich muss jetzt auf jeden Fall im Auge behalten, dass ich eine Princess bekomme. Ja, ich will aber trotzdem weiter rollen auf 0. So dass ich wenigstens mal noch einen. Noch einen Clava bekomme. Ja, das Princess Update war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. So, jetzt haben wir eine Wahrscheinlichkeit. Okay. Jetzt haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 6%. Aha. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt bitte keine Princess. Aber je schneller, also je mehr wir rollen, je mehr, desto mehr kriegen wir. Und umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit. Ne, jetzt bei ein bisschen was über 9%. Und es skaliert sich dann halt auch ziemlich gut hoch. Wir brauchen nur... ja. Wir müssen nur rerollen. Und eine Princess wäre noch ganz gut. Ach. Ja, komm nicht. Jetzt habe ich schon einmal den Fehler gemacht. Ich warte jetzt einfach mal drauf. Brech halt bei 10 schon ab. Oder 9 in dem Fall jetzt. Kriegen die Waves ja auch noch ziemlich gut im Griff. Da ist die Princess. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt lohnt sich das Horse halt auch nicht mehr. Chest. Oh, jawohl. Haben wir zumindest. Aha. Mhm. Die Reihe voll. Das sind jetzt 14,64% Wahrscheinlichkeit, dass wir pro Reroll einen neuen bekommen. So, und jetzt, da die endlich mal da sind, boosten die auch mal das Horse. Na,
Nee. Ich glaube, den Dice lasse ich jetzt so, den hier. Und der hier, der... Der wird ja durch die Princess... So. Okay. Okay. Gut, jetzt haben wir nämlich schon über 25%. Über ein Viertel. Und das Horse wird einfach nur ultra geboostet gerade. So, nächste Runde ist ja dann auch Level 3. Die bekommen ja dann pro Reroll auch noch mehr Wert, bessere Werte. Bob, plus 3, plus 3. So, dann den hier hinten noch auf 2, jawohl. Okay. Ja, läuft. Das ist ja jetzt auch ein guter... Das ist jetzt ein guter Outcome, also... Das sind jetzt auch schon zusammen... 44. Okay, das... Das klingt gut, ne? Und... Je mehr wir davon haben, umso größer wird unser Pferd. Gib den Pferd Zucker. Das sind diese Lucky, diese Glückswürfel, Glückszuckerwürfelchen, die es da gibt, die man dem dann verfüttert. Nein, die gibt es glaube ich nicht. Ich hoffe, die gibt es nicht. So, aber... Wir sind jetzt bestimmt, ja, wir sind jetzt deutlich über 50%. Bin auch ein bisschen versucht gewesen, den Dice noch mit drauf zu schmeißen. Aber, jawohl, das geht auch so ganz gut. Alter, was ist denn jetzt los? So, so. Okay. Ich glaube, die triggern eh einzeln. Und der hat ja schon knapp 50% und der dann auch nochmal ein Drittel. Deswegen haben wir jetzt auch mal 2 in einer Runde bekommen. Pro Reroll. Puh. Nett. Nett. Das ist auch wieder so eine Strategie, die sich absolut krass hochskalieren lässt, wenn man halt früh genug Glück hat. Wie die Geschichte mit dem Bären. Die Geschichte mit dem Bären, der Junge schreit. Oder war das andersrum? Ich weiß es nicht. Ich will dem eigentlich... Nee. Oh, gut. Dachte, jetzt hätte es geleckt und ich habe zweimal gedrückt, aber... War okay. Alter, hier kommt man ja überhaupt nicht... Alter, das ist ja bitter. Jetzt sind die alle viel höher als der hier. Das kann doch nicht sein. Noch ein Princess, ne? Das ist wahrscheinlich das, was das Spiel jetzt gesagt hat. Hier. Du brauchst noch einen Princess Tower. Die anderen skalieren viel zu gut. Jetzt sind wir 96% und 64. Puh, und das, da haben wir gerade mal einen Level 3er Dice Tower. Und mit einer Level 2 Princess. Aber unser Horse ist auch schon 300 mal 300 schwer. 300 plus 300 schwer. Also nicht plus, aber. Ihr versteht schon.
Uff. Okay, wo gehen da... Ah, okay, ja. Ich wollte schon fragen, wo geht denn das jetzt eigentlich noch hin? So. Na gut, dann machen wir den mal noch auf 5. Okay. Ich weiß halt jetzt nicht, was gewesen wäre, hätten wir statt der Princess hier noch einen Dice Tower. Bei über 100% ist es dann eine 21%ige Wahrscheinlichkeit, dass der 2 gibt. Das finde ich mal spannend. Aber schaukeln die sich eigentlich gegenseitig hoch? Nee. Nee, das machen die nicht. Aber die schaukeln die Dice Tower ja schon ungemein ekelhaft nach oben. Wie krass das einfach skaliert auch wieder. Da muss auf jeden Fall was passieren für das Late Game. Also für das Hauptspiel, für das richtige Spiel dann. Weil das kann da nicht so weitergehen. Wo sollten das hinführen? Ich meine, ich weiß, mir fallen gar keine Worte mehr ein. Und ich muss immer noch einmal rerollen und krieg hier wieder 2. Max Level. Hm. So. Jetzt kann ich endlich ruhig sein. Knapp 200% und der... Pff. Ja gut, ja, also... Ja, 400 mal 400er Pferd. Aber der kommt nicht mal so weit. Der kommt ja nicht mal bis dahin. So, machen wir den ganzen Spaß einfach mal noch weiter. Ah, nö. Verschwinden jetzt hier nicht unser Geld. Wieso kriege ich hier nur einen? Ich müsste doch 2 kriegen. Also ich müsste doch eigentlich safe 2 kriegen. Irgendwas verhindert das jetzt anscheinend. Ist aber auch nichts hier mit Pfeil, dass der noch woanders ist. Hm. So, dann machen wir das halt. Oh, das ist ja hier... Das ist ein richtiges Klicker-Game. Aber es wirkt so wie eins von der unangenehmen Art und Weise. Ja, gut. Aber egal. Jetzt haben wir hier unsere Ranken. Unsere Prinzessin hat uns da sicher auch ein bisschen geholfen. Zumindest den groß zu machen. Ich meine, 237%. Die geben auch genug Werte. Wir haben jetzt ein 404-Pferd. Ending not found. Die multiplizieren alles mal 2,5. Ja. Gut. Ja, der kriegt jetzt auch nochmal gut 100 drauf. 100. 12 hat er jetzt nochmal bekommen. Ja, na dann. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ja, lasst gerne mal ein Abo da übrigens, ne? By the way. Hab ich so mal gesehen, dass es da auch so einen Knopf gibt. Würde mich echt freuen über jedes. Gerade bei frühen zweistelligen Bereich ist das irgendwie ein bisschen... Interessant, wenn man dann sieht, wie viel Klicks eigentlich mal so ein Video, also wenn so ein Video mal 1000 Klicks bekommt, fragt man sich. Ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gern mal zum nächsten Video weiter und bis bald.